Bahn, sehr geehrte Gäste. Im Auftrag des Vorstandes des Kreisfahrerverbandes Bautzen e.V. möchte ich Sie zur feierlichen Weihe der Traditionsfahne des Verbandes recht herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen wir den Schirmherrn der Fahnenweihe, Herrn Landrat Michael Harrich, den Dezernenten Herrn Gerd Runge, den Kreisbrandmeister Kamerad Manfred Petran, sowie als Vertreter des Landesfeuerwehrverbandes heißen wir den Beisitzer des Landesvorstandes, Kameraden Jörg Finger, und den Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes, Kameraden Siegfried Bossack, recht herzlich willkommen. Ein ebenso herzliches Willkommen gilt den Ehrenmitgliedern des Kreisfeuerwehrverbandes Bautzen, Herrn Landrat AD Horst Gallert sowie Herrn Karl-Heinz Bosig, dem Vorsitzenden des Feuerwehrverbandes Boleslawitsch, Kameraden Bocconki, dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Sächsische Schweiz aus Erzgebirge, Kameraden Hugo Krause, sowie allen Vorstands- und Referatsmitgliedern des Kreisverbandes. Zu den Klängen der Feuerwehrblaskapelle Kuhnewalde, die die Veranstaltung musikalisch umrahmte, zog dann eine Abordnung von Fahnen der Wehren des Landkreises Bautzen in den Sitzungssaal des Landratsamtes, so aus Baruth, Bühlau-Burkau, aus Doberschau, Dresa-Knaschwitz, aus Gersdorf und Großhartau, Haselbachtal, Malschwitz, Neukirch, aus Schönberg, Seifersdorf und Weixdorf-Köblitz, sowie aus dem polnischen Partnerlandkreis Boleslawitsch. Der Kreis Feuerwehr und Bautzen e.V. wurde nach der Wiedervereinigung am 22. April 1990 im Hörsaal der Landespolizeischule in Bautzen neu gegründet. Der Verbandsvorsitzende Kamerad Klaus Ulbricht gab zunächst einen historischen Abriss zur Entwicklung des Kreisfeuerwehrverbandes Bautzen nach der deutschen Wiedervereinigung. Am 10. Oktober 1990 fand auch die Gründung der Kreisjugendfeuerwehr statt, der damals 12 Jugendfeuerwehren angehörten. 1996 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Entscheidende Veränderungen in der Verbandsarbeit brachte die Kreisgebiets- und Funktionalreform im Freistaat Sachsen im Jahr 2008. Noch im gleichen Jahr erfolgte der Zusammenschluss mit dem Stadtfeuerwehrverband von Hoyerswerda. Zwei Jahre später, am 28. Mai 2010, fand die Verschmelzung mit dem Kreisfeuerwehrverband Westlausitz statt. Damit einhergingen enorme Anstrengungen im territorial gewachsenen Verband zur Aufrechterhaltung und Umsetzung der neu strukturierten Verbandsarbeit. Das betraf zum Beispiel die Schaffung von mehreren Regionalbereichen sowie die Anpassung der im Verband vorhandenen Referate. Nicht nur die Entfernungen wurden größer, auch das Verbandsleben wurde bereichert. Hier sind nur einige genannt: Durchführung des Kreisfeuerwehrtages, Treffen der Handdruckspritzenmannschaften, Treffen der Alters- und Ehrenabteilungen, Kreispokal im Feuerwehrsport, Besuch von Jubiläen, Fahrzeugübergaben und Gerätehäusern, gemeinsame Auszeichnungsveranstaltungen mit dem Landkreis für treue Dienstjahre. Die Höhepunkte der Jugendfeuerwehr waren, sind Zeltlager, Spiel ohne Grenzen, Exkursion und vieles mehr. Wir arbeiten auch aktiv mit unseren polnischen und tschechischen Kameraden zusammen und freuen uns besonders über ihre heutige Teilnahme. Ein großes Ereignis war 2014 die Durchführung des 5. Landesfeuerwehrtages von Sachsen, der vom 27. bis 29. Juni in Bautzen stattfand. Dies war ein Höhepunkt in der Feuerwehrgeschichte von Sachsen, des Landkreises sowie der Stadt Bautzen. Heute zählt der Kreisfeuerwehrverband Bautzen rund 9.350 Mitglieder, davon rund 1.320 bei der Jugendfeuerwehr. Landrat Michael Harrich umriss in seinen Grußworten die herausragende Bedeutung von Fahnen im Allgemeinen
und insbesondere natürlich der Fahnen von Feuerwehren. Liebe Kameradinnen und Kameraden, ein freundliches Dzień dobry, witaj Czechnam und unseren polnischen Freunden, sehr geehrte Festgäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Veranstaltung, die doch in unseren Zeiten recht außergewöhnlich ist. Ihr zahlreiches Erscheinen, und es werden auch Gäste erwartet, spricht für sich. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit mit der Kameradschaft in den Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Bautzen, dessen Dachverband der Kreisfeuerverband ist. Es zeigt einmal mehr, Feuerwehrangehörige zu sein, ist kein Hobby, sondern ist eine ihre Berufung. Der weit verbreitete Glaube, auf gute Symbole verzichten zu können, ist nach meiner Überzeugung falsch. Der Mensch ist eben ein Wesen, welches nicht nur rational funktioniert. Gefühle und Emotionen treiben uns an. Positive Symbole haben dafür ihre Funktion. Der Landrat verband seine Grußworte zur Weihe mit der Hoffnung auf Beständigkeit von Kameradschaft und Pflichterfüllung aller Feuerwehrleute des Landkreises unter der neuen Fahne. Ich hoffe sehr, dass ich auch in Zukunft unter der Fahne des Kreisfeuerwehrverbandes Bautzen immer wieder Menschen zusammenfinden. Menschen, die den Geist echter Hilfsbereitschaft hochhalten, gute Kameradschaft pflegen und in ihrem Tun für die Gemeinschaft Erfüllung finden. Auch im Namen des Kreistags unseres Landkreises Bautzen gratuliere ich den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren und des Kreisfeuerwehrverbandes. Ich gratuliere zu dieser neuen Fahne in ihrer Funktion als positives Symbol. Als Symbol für Gemeinsinn und Kameradschaft, für Tradition und auch Innovation, für Veränderungsbereitschaft auch im Feuerwehrwesen. Wir kommen nunmehr zum Beginn der eigentlichen Fahnenweihe. Hierzu begrüßen wir ganz herzlich als Patenfahne die Fahne des Kreisfeuerwehrverbandes Sächsische Schweiz Ostgebirge mit ihrem Fahnenkommando. Als äußeres Zeichen der Zugehörigkeit zum Verband sowie der Verbundenheit zu Kameradschaft und Traditionspflege wird die Fahne unseres Verbandes symbolisch von zwei Mitgliedern der Jugendfeuerwehr, zwei Kameradinnen sowie je zwei Kameraden der aktiven Abteilung und der Alters- und Ehrenabteilung zur Weihe getragen. Zum Einmarsch der beiden Fahnen und der Durchführung der Weihe bitte ich Sie nunmehr, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Zitieren. Wehe Fahne, uns zum Schutze, wenn Gefahren wir bestehen, wenn beim Retten löschen Bergen wir getreu den Dienst versehen. Wenn wir anderen Menschen helfen und durch gute Tat bewähren, wenn wir Dankbarkeit verdienen, wehe Fahne, uns zu ehren. Nach der Weihehandlung kommt es zur Unterzeichnung der offiziellen Weiheurkunden durch Landrat, Verbandschef und Weihepaten. Ich danke für die Unterzeichnung und wir haben noch ein Musikstück.
Der Kreisfeuerwehrverband Bautzen e.V. bedankt sich ganz herzlich beim Kreisfeuerwehrverband Sächsische Schweiz aus Erzgebirge für die Übernahme des Patenamtes. Nach der Unterzeichnung erhält zunächst die Patenfahne aus dem Kreisfeuerwehrverband Sächsische Schweiz Osterzgebirge ein Dankeband durch den Bautzener Verbandschef Klaus Ulbricht. Dessen Amtskollege aus dem Nachbarlandkreis, Kamerad Udo Krause, richtet dann Grußworte an die Weihegäste. Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, es ist sicherlich ein historischer Höhepunkt heute hier in Bautzen, eine Fahnenweihe, die sicherlich in den Landkreis und in den Kreisverband nicht alltäglich ist. Zu diesem Höhepunkt möchte ich die herzlichsten Grüße und Glückwünsche des Kreisfeuerverbandes Sächsische Schweiz aus der Erzgebirge überbringen. Nach den Grüßen wechseln weitere Fahnenerinnerungsbänder den Besitzer. Als Zeichen des Dankes wird den anwesenden Fahnen ein Erinnerungsband überreicht. Dazu bitte ich jeweils die Fahnenträger, die Fahnen abzusenden und die Fahnenbänder durch den Kreisfeuerwehrverband zu überreichen. Der Verbandsvorsitzende erläutert im Anschluss die Symbolik auf den beiden Fahnenansichten. Und hier als Zentrum den Heiligen Florian, wo natürlich dann, was zum Landkreis Bautzen baut, wir haben die historische Wasserkunst dargestellt ist, was eben uns als Kreisverband und Bautzen eigentlich das Symbol ist von uns gemeinsam verbindet. Und natürlich Kreis Steuerwehr und Bautzen e.V. als Name, damit wir wissen, wenn wir mit der Fahne runter sind, wo wir herkommen und wo die Fahne her ist. Und ich denke, das machen wir auch für uns. Wo wir auch gleich den Landkreis mit Verhegung haben oder mit Zwölle haben, um das darzustellen. Das wäre unsere Fahne, die wir heute weiter. Sicher geht mit der heutigen Fahnenweihe ein lang gehegter Wunsch für die Angehörigen des Kreisfeuerwehrverbandes Bautzen in Erfüllung. Weitere Grüße sowie Bänder für die Weihefahne überbringen Kamerad Jörg Finger vom Sächsischen Landesfeuerwehrverband, dessen Ehrenvorsitzender Kamerad Bossack, der Kreisbrandmeister des Landkreises Bautzen Kamerad Manfred Petran und der Vorsitzende des polnischen Partnerfeuerwehrverbandes aus Boleslawiec, Kamerad Zbigniew Bezeki. Er möchte die herzlichsten Grüße auch des Feuerwehrverbandes aus Boleslawiec mit dieser Urkunde dokumentieren. Es ist ein historisches Ereignis und Sie freuen sich daran teilzunehmen. Ja, danke. Ein sichtlich erleichterter Verbandschef dankte zum Ende der Fahnenweihe allen Beteiligten, den Ehrengästen, Paten und Musikern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Erleichtert vor allem auch deshalb, weil dieser für den Kreisfeuerwehrverband Bautzen bedeutungsvolle Akt noch in seiner nun zu Ende gehenden Amtszeit konnte erledigt werden, die im Jahr 2000 begonnen hatte. Jemanden zu finden, auch im Rest des Vorstandes. Da müssen wir dann Anfang nächsten Jahres einen neuen Vorstand wählen können und dass dann die Arbeit genauso weitergeführt und noch besser das eine Hand gemacht werden kann wie jetzt. Ich denke, zum Wohle der Kameraden für den Landkreis, für die Kameradschaft im ganzen Landkreis und auch über unsere Landesgrenze, auch Kreisgrenze, ab nur Polen, Tschechien oder ganz Sachsen. Ich denke, das ist die Arbeit der Kameradschaft. So sollte man es pflegen. Und das ist das, was uns erhält. In diesem Sinne möchte ich mich recht herzlich bei allen bedanken für die gute Unterstützung und Mitarbeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.